Hallo, liebe Pfeifen- und Tabakfreunde, schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch. Vor einigen Wochen hat der Matthias zur Flake-Medaillons-Aktion aufgerufen und Interessierte gesucht, die gerne die ganzen Flake-Medaillons, die es da auf dem Markt gibt, verkosten wollen und mal vergleichen wollen. Flake-Medaillons, das sind zum Beispiel so Tabake wie der Escudo oder die Dunhill Navy Rolls, jetzt Peterson Navy Rolls. Oder die Davidoff Flake Medaillons oder auch die Rupert Roundels. Da gibt es eine ganze Menge solcher Flake Medaillons. 10 Interessierte haben sich zu dieser Aktion gefunden, um die 10 Tabake, die wir da in Summe haben, zu verkosten. Und wir haben gesagt, wir halten das offen, wie wir die Videos gestalten wollen. Und so gab es unter anderem auch zwei Gruppen, die sich gebildet haben. Einmal zwei Daniels und zwei Peter. Da hat der Peter Echte Mittelhesse ja schon ein Video dazu eingestellt. Und zum Zweiten gab es noch eine Gruppe. Da waren der Erwin vom Kanal Erson, der Pfeifenpeter und der Gerwin dabei. Gerwin ist ein neues Gesicht in der Community, über das wir uns natürlich sehr freuen. Und ich war auch in dieser Gruppe dabei. Wir haben gesagt, im Januar stellen wir die Tabake ohne Cavendish-Kern vor. Wir in unserer Gruppe haben die alle verkostet, alle geraucht, die Tabake, und uns danach dann zu einem kleinen Skype-Meeting getroffen. Und dieses Skype-Meeting, das habe ich euch jetzt hier dem Video angehängt. Ich bitte schon im Vorfeld zu entschuldigen, dass es da an manchen Stellen Videoaussetzer gab. Teilweise ruckeln, teilweise sind auch Bilder für eine ganze Zeit eingefroren. Das hatten wir leider nicht im Griff. Wir wollten das aber jetzt auch nicht nochmal nachstellen, weil sonst wäre die Spontanität wahrscheinlich verloren gegangen. Also entschuldigt bitte einfach, dass an manchen Stellen einfach Bildaussetzer da sind. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und ja, Film ab. Ja, also herzlich willkommen in unserer Flake-Medaillon-Runde Januar. Heute geht es ja um die Flakes ohne den Cavendish-Kern. Den haben wir vier alle probiert. Und wir vier sind. Hallo, ich bin Peter aus dem Entlebuch. Ich bin Gerwin aus dem Norden, aus der Lüneburger Heide, aus Lüneburg. Servus, ich bin der Erwin aus Fürstenfeldbruck, Oberbayern. Habe ich Und die ich bin der Ehre. Ralf aus Stuttgart. Dann haben wir uns jetzt alle mal bekannt gemacht. Erwin, es freut mich ganz besonders, dass du heute zum ersten Mal bei so einem Video in der Pfeifen-Community dabei bist. Wir begrüßen dich ganz herzlich und freuen uns riesig über ein neues Gesicht. Ja, Finde ich ganz klasse, dass du dabei bist. war eine ja tolle super. Aufnahme. Ja, wir haben jetzt alle, die in den letzten Tagen die Flake-Medaillons ohne Cavendish-Kern probiert. Das waren im Einzelnen der Peter Heinrichs Curly Block, der Robert McConnell River Thames, der Escudo Navy Deluxe und die Dunhill Deluxe Navy Rolls. Diese vier Tabake haben wir alle probiert. Ja. Und ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal vorschlagen, dass wir mal die ganzen Tabake einfach der Reihenfolge nach durchgehen und nach den Eindrücken fragen. Und würde mal beginnen mit dem Peter Heinrich Curly Block. Bei dem ist mir natürlich aufgefallen, dass das die dickste Scheibe war. Klar, die sind handgeschnitten. Dieser Tabak kommt ja als großer Block. Man muss den von Hand aufschneiden. Das war eine relativ dicke Scheibe. Dementsprechend habe ich die mir quasi mit dem Messer noch in kleine Würfel zerschnitten, in so einen Cube Cut, was sich vom Brennverhalten her als hervorragend erwiesen hat. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, bevor wir den Tabak verraucht haben, mal das zu vermessen und mal ein bisschen genau anzuschauen. Ich blende mal ein Bild von dem Tabak ein. Die Scheiben, die haben einen Durchmesser von 42 mm oder diese eine Curly-Block-Scheibe von Peter Heinrichs. Und man sieht, es ist ein schöner braunes Schnittbild mit hellen Einsprengseln, mit dem Virginia drin und Perique. Wie habt ihr denn den Tabak wahrgenommen? Also bei mir war es so, dass ich zu Anfang beim Anrauchen des Tabaks immer den Perique sofort rausgeschmeckt hatte. Der ging dann so langsam wieder flöten, vermischte sich dann mit dem Gesamtbild, sodass ich hinterher so eine sehr, sehr schöne Virginia-Würze hatte, die sich eigentlich durch die ganze Pfeife so durchgezogen hat. Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Ja. Dieser Peter Heinrichs, der hat einen
muss wohl noch ein relativ frischer Tabak gewesen sein. Der hat noch schön dieses, im Geruch, wenn man dran gerochen hat, da dieses Virginia-Noten, so ein bisschen heuig, grasig. Bisschen Brot habe ich da wahrgenommen im Geruch und dann aber auch durchaus so die typischen perikartigen Trockenfrüchte, so ein bisschen Feige vielleicht oder Trockenpflaume. Und im Rauchen muss ich auch sagen, war der wohl offensichtlich noch ein bisschen jünger, er war noch ein bisschen spritziger, fand ich. Ja, also ich habe ja da einfach verschiedene Sachen aufgeschrieben, Auge, Nase, Zunge, Gaumen und Vermutungen. Also Auge ist einfach von Hand geschnitten, müsste also Peter Heinrichs Curly Block sein. Und Nase ist Honig, Silo, Essig, Harze, Fichte, Bratäpfel, Holz, wenig Salz, Virginia-Süße, Periksäure. Ich habe jetzt nicht, wann was kommt, sondern einfach so meine Eindrücke während des Rauchens. Nein, das war die Nase, Entschuldigung. Und jetzt kommt Zunge und Gaumen. Das war Honig, Malz, Silo, Gras, leicht angebrannte Aprikosenkonfitüre, vieliger Sumatra und das war überraschend. Hätte ich nie gedacht. Das war ein Tabak. Leicht Zitrus, Virginia Perique in Nase und Lefze. Ich spüre den extrem gut durch die Nase und wenn ich, wie beim Wein, Luft hier links und rechts reinziehe, Lefze halt, he, beim Hund. Und dann habe ich natürlich, die Vermutung war Curly Block. Ja, rein optisch habe ich da auch sofort drauf getippt, dass das der Peter Heinrich sein muss. Ja gut, bei mir ist es halt so, ich kenne persönlich keinen einzigen der Tabake. Also weiß nicht, ob ihr da schon was geraucht habt. Und ich habe das am Anfang so gemacht, ich wollte erst einen Blind Dent draus machen und bin aber dann hergegangen, nachdem ich dem Peter Heinrichs als Nummer 1, also ich habe auch die Nummer 1, dann die 2, die 4 und die 5 geraucht in der Reihenfolge und bin aber dann hergegangen, habe das Kuvert aufgemacht, habe dann gesehen, was es für Tabake sind, aber ich kannte keinen der Tabake und der Peter Heinrichs, der war, wie ihr auch schon gesagt hast, am Anfang sehr präsent in der Nase, sehr prickelnd. Und das hat sich dann verschmolzen. Das ist ein bisschen zurückgegangen, war aber immer noch präsent bis zum Schluss der Pfeife. Also muss ich sagen, sehr, sehr gute Qualität. Aber ich muss sagen, der Peter, der mit Honig, ja gut, das spüre ich nicht, das merke ich nicht. Aber ich weiß ja, du bist der Vapor-Spezialist. Also du rauchst den sehr, sehr gerne, die Vapor. Und dann hast du viel, viel mehr Wissen und auch geschmacklich das aufzunehmen. Also ich bin da eher, was Vapor angeht, so ja, noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber das war auch ein sehr, sehr, eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich da gerne mitgemacht habe. Einfach um die ganzen Tabake auch zu probieren. Und ja. Also Honig hätte ich da jetzt auch nicht interpretiert. Ich fand das gilt jetzt für alle vier Tabake, die wir jetzt probiert haben. Ich fand es eher so ein bisschen malzig, ja. Also wenn ich baue ja auch Bier und wenn man dann diesen unvergorenen Sud probiert, dieser Malzgeschmack, dieser Malzzuckergeschmack, das habe ich da ziemlich stark bei allen vier wahrgenommen, bei allen vier Tabaken. Also schon eine gewisse Süße, die aber erst so im Lauf der Pfeife kommt, so nach einem Drittel, dann kriegt er richtig schön seine Süße und sein volles Virginia-Aroma. Und am Anfang war der Perique im Vordergrund immer. Also bei mir ist ja das so, dass, wie gesagt, ich schreibe einfach auf, was ich gerade spüre und ich habe generell auch bei den naturnahen Tabakken, sogar bei den, Latakia-Mischungen und so, habe ich viele solche Noten auch, weil, wie soll ich sagen, ich weiß auch nicht, ich spüre das einfach und schreibe das dann auf. Ich glaube nicht, dass die naturnahen ohne Zucker oder weiß ich was auskommen. Und Honig und Malz ist bei mir relativ nahe, weil zum Beispiel Waldhonig, der hat ja auch einen malzigen Geschmack. Ja. Ich liebe Waldhonig über alles und von daher ist das nahe beieinander. Aber es ist lustig, bei dem habe ich jetzt Malz nicht aufgeschrieben, das kommt dann später bei anderen. Obwohl ja, also sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt den einen nicht mit dem anderen vergleichen könnte, wäre das für mich mehr oder weniger, sind das
die gleichen Tabake. Also kleine Nuancen für mich eigentlich. Der zweite Tabak war der Robert McConnell River Thames. Ja. Den blende ich jetzt euch auch mal kurz ein. Der hat auch einen Durchmesser von 42 mm und sieht dem Peter Heinrichs Curly Block wirklich im Schnitt sehr gleich. Also ich fand die absolut identisch eigentlich, bis auf die Schnittdicke eben. Mhm. Ja. Schauen wir uns den mal an. Für mich war der von der Optik, also ich habe das immer so gemacht, Optik, Geruch, Geschmack, Nasal und wie die Asche aussieht und wie der Abbrand ist. So, das waren so meine Punkte. Ja. Durchmesser waren bei mir 40, aber ich habe es mit Meterstab gemessen. Aber gut, 42, 40. Die Optik, also der sieht für mich aus wie der Peter Heinrichs, ähnlich wie alle anderen, um das gleich mal vorwegzunehmen. Der Geruch ist für mich leichte Essignoten, wobei ja, beim anderen Tabak das ein bisschen intensiver war, weil er wahrscheinlich auch noch etwas frischer war. Geschmacklich schmecke ich süß, also Virginia-Süße, leichte Heuigkeit, also immer wieder mal so. Und er ist für mich etwas pfeffriger als der Escudo, aber den behandeln wir ja noch. Und ein bisschen würziger, aber das denke ich eher kommt davon, weil der nicht so alt ist. Der Escudo war dunkler. Ja. Und auch vom Geruch, man hat beim Escudo auch noch eine leichte Essignote gemerkt, aber die war nicht so ganz so intensiv wie jetzt bei dem Robert McConnell River Thames. Und nasal, pfeffrig, würzig. Und ja gut, die Asche war dunkelgrau. Ja. Super Abbrand, so gut wie keine Feuchtigkeit, also minimal. Also sehr, sehr gute Tabakqualität in meinen Augen. Ja, ja, fand ich auch. Und ich fand, bei dem kamen bei mir auch im Rauchen die Trockenfruchtnoten am besten rüber. Ich fand, das war der fruchtigste von allen. Ah gut, das habe ich jetzt nicht so geschmeckt, wenn ich ehrlich bin. Fruchtnoten. Ja, das fruchtigste ist sehr wahrscheinlich der Escudo. Obwohl ich den als River Thames gedacht habe, sei der, weil den fand ich nicht. Und da habe ich gedacht, der River Thames sei der Escudo. Das ist total verwechselt, weil beim Escudo habe ich geschrieben Säure als erstes, dann Virginia Perique, dann Frucht, Gras, Heu und jetzt kommt Lustiges, Nelken, Holz, Zitrone, Veilchen, vielleicht Sandelholz. Du hast aber nicht vorher irgendwie Lakeland in der Pfeife geraucht. Nelke. Naja, zur Pfeife möchte ich noch was sagen. Also ich habe mir jetzt extra für diese Versuchsreihe eine Pfeife reserviert, meine Savinelli 320 Dolomiti. Da sind momentan nur diese Tabake verraucht worden. Und ich habe dann schon gemerkt, wenn man die Tabake da regelmäßig in der Pfeife raucht, die Pfeife, die schwingt sich da drauf ein. Das hat schon sehr gut funktioniert jetzt. Das bleibt wahrscheinlich meine Vaporpfeife jetzt. Ja, ich wollte erstmal was zum Peter sagen. Ich bewundere seine millimetergenauen Geschmacksseparationen. Mir fiel das immer so ein bisschen schwer. Ich hatte mehr so einen Gesamteindruck. Der war genau wie die Optik. Du hattest heute auch nochmal die Bilder gepostet, also die einzelnen Scheiben. Und also ich hätte an den Hand der Scheiben nicht erkennen können, welcher Tabak welcher gewesen wäre, weil die einfach im Aufbau, in der Struktur sehr, sehr, sehr gleich aussahen, also fast zum Austauschen. Und das ging auch beim Geschmack so, dass im Grunde genommen das Gesamtbild von dem Raucherlebnis immer irgendwie gleich war, wobei jetzt der, was haben wir, den Rich, den McConnell, River Thames, der war für mich im Anfang nicht so sehr pfeffrig, also da kam der Perique nicht so klasse, nicht so gut, nicht so stark durch. Dafür hatte ich hinterher mehr Heuigkeit und auch diese malzige Süße. Also, ja, das sehe ich eigentlich schon auch so wie du. Also, du musst jetzt nicht glauben, dass ich jedes Mal genau das spüre. Das ist immer nur eine Momentaufnahme. Ja. Da kommt viel dazu. Wenn ich draußen herumlaufe, da kommt halt noch mehr Stall oder weiß ich was. Und das kann ich dann nicht
wie nicht unterscheiden, ob das, weil das passt dann extrem gut dazu im Moment. Oder wenn du jetzt an einem Bauernhof vorbeiläufst und da kommt noch ein bisschen Stall rein, das ist dann sensationell, je nach Tabak natürlich. Ja. Und das gehört dann wieder zu. Also, und das kann an einem anderen Tag schmeckt der für mich ganz anders. Also ich bin nicht einer, der jetzt genau sagen kann, wie der Tabak schmeckt, sondern ich kann nur sagen, wie der im Moment für mich schmeckt. Ja. So geht es mir auch, ja. Und dann gibt es viele Momente oder Sachen, die ich nicht sagen kann. Also ich bin jetzt nicht besser als andere, aber es ist einfach meine Wahrnehmung, oder? Ja, aber so eine Nelke rauszufinden, finde ich schon speziell. Ja, ob es dann stimmt oder nicht. Hä? Vielleicht hatte ich zum Mittag Braten gegessen mit Nelke und Lorbeerblättern drin in der Soße und dann, wer weiß. Auch bei mir ist es so, dass der Tabak mir nicht jedes Mal gleich geschmeckt hat. Also gerade der River Thames, der hat mir das erste Mal ein bisschen gebissen. Und beim zweiten Mal fand ich den total rund. Ja, ich habe das also, die Probe, die wir gehabt haben, auf zweimal verraucht. Und wahrscheinlich war ich am ersten Tag einfach ein bisschen gestresster von der Arbeit, ungeduldiger, habe schneller geraucht. Ja. Beim zweiten Mal mich gemütlich hingesetzt, viel bewusster geraucht. Und das macht unheimlich viel aus in der Wahrnehmung. Ja. Kann man schon so sagen, ja. Also ich habe mit dem, ich habe bei den beiden weiteren Tabaken, die wir noch haben, bei dem Escudo und bei dem Dunhill, habe ich optisch dann schon ein bisschen, fand ich, Unterschiede festgestellt zu den beiden ersten Tabaken. Also der Escudo und der Dunhill fand ich beide ein bisschen dunkler und auch ein bisschen gröber von den Einsprengseln. Die helle Einsprengsel waren da ein bisschen gröber. Ich blende mal von dem Escudo ein Bild ein. Der hat 40 mm Durchmesser, ist also etwas dünner als die beiden ersten und auch etwas dunkler insgesamt in Summe. Mhm. Und ich habe im Nachhinein mit dem Matthias nochmal gesprochen, wie alt denn die Tabake sind. Mhm. Und er hat mir gesagt, sowohl Escudo als auch Dunhill sind beide schon so etwa 4 Jahre alt. Ja? Naja. Also ich gehe mal davon aus, die Unterschiede, die wir jetzt eventuell feststellen, haben dann auch durchaus was mit dem Alter vom Tabak zu tun. Gerwin, wie fandest du den Escudo? Den Escudo, das war einer der Tabak, den ich bisher noch gar nicht geraucht hatte. Und der war für mich überraschend rund, gerade gleich von der ersten Pfeife an. Habe ich also dieses Perique nicht sofort, war irgendwie gar nicht da. Der ging gleich mit so einem typischen Vapor-Volumen los und brannte hervorragend runter. Hatte zwischendurch so ein bisschen Heuigkeit und so ein ganz leichter Anklang an so eine Virginia-Süße kam durch. War aber nicht so vordergründig süß. Ja. Und weniger fruchtig, fand ich. Ja, genau. Und auf den Abbrand habe ich nur nicht geachtet. Also ich kann nicht sagen, wie die Asche ausgesehen hat. Ja gut, den Escudo, den habe ich ähnlich gesehen. Also den war ich auch wesentlich dunkler, war der noch. Aber von der Optik für mich fast identisch. Also da habe ich jetzt nicht so viele Unterschiede gesehen. Ich schaue mal ein bisschen hier auf dem Zettel. Geruch war auch Perique, Essig, bisschen, also minimal, ja, fruchtig möchte ich nicht sagen. Ich habe nur dieses leichte Essig in der Nase gehabt, wesentlich weniger wie bei den anderen. Und eben Tabakgeruch. Bei mir ist es irgendwie so, da schauen die Zettel fast identisch aus, bis auf eben, dass der Escudo dunkler ist. Und auch runder ist, wie der Gerwin schon gesagt hat, einfach, da war der Perique nicht extrem präsent am Anfang, auch durch die Nase nicht so, aber man hat ihn schon leicht gemerkt, aber es war nicht so gravierend wie bei den anderen. Also es war im Ganzen runder und bei dem habe ich auch das Gefühl gehabt, der hat irgendwie so eine, ja, wenn ich das sagen will, so eine, also leichte, weiche Cremigkeit habe ich bei dem empfunden. Ansonsten alles ähnlich, ja, würzige, pfeffrige, nasale Note, aber nicht so wie bei den anderen, aber angenehm, also für mich ein sehr, sehr guter Tabak. Ich habe bei dem lieben Matthias auch damals angeboten, den zur Verfügung zu stellen, weil ich habe da auch noch eine Dose, aber nicht geöffnet. Ich habe die einfach mal gekauft vor längerer Zeit und ja, aber der Matthias hat gemeint, nee, er kann das dann gut verteilen
Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich da eine Dose habe. Also wirklich, das ist ein Spitzentabak. Ich werde den auch noch, der liegt jetzt da, glaube ich, schon anderthalb Jahre. Ich glaube, ich werde den da noch ein, zwei, drei Jährchen in der Dose ruhen lassen. Das tut dem Tabak sicher gut, ja. Ja, ja. Ich fand bei dem Escudo war bei mir im Geruch auch so ein bisschen so eine Note wie Curry Ketchup oder ein bisschen Barbecue-Soße drin, ne? Fand ich. Also so eine leichte Curry-Note, wenn man dran riecht, wie so ein Würzketchup. Hattet ihr das auch? Das fand ich bei den ersten beiden nicht. Ich habe das nicht wahrgenommen. Bei mir auch nicht. Doch, das habe ich beim Escudo. Ich habe zwar gedacht, wie gesagt, das wäre der River Thames, aber hatte ich auch Essig, Ketchup, Schwarzbrot, solche Sachen. Ja. Genau, ja. Und dann hatte ich halt noch jetzt beim Rauchen. Zuerst war Virginia Perique, weil er so rund war, oder? Und dann kamen sofort Kräuter wieder. Gewürze. Zum Beispiel Nelken, Thymian, Muskat, Kardamom. Und Heu und Karamell und jetzt, passt auf, Vanille und eine Prise Bouillon. Das ist dann wieder Richtung Salz. Ah. Essig, eventuell Ketchup, Malz, Schwarzbrot. Das war so bei mir. Ja, ja, kann ich mitgehen. Ja. Mit also den Nelken und Vanille hatte ich da nicht, aber... Ja, okay. Aber ja, Gewürze, gut, aber ja. Ich finde die Assoziationen von Peter finde ich super, muss ich echt sagen. Das gefällt mir. Und wie gesagt, das war bei mir ähnlich mit den Noten, aber ich kann immer nur Peter bewundern, wie der das da umsetzt mit Honig, mit Nelke, Vanille. Es kann alles möglich sein, ja. Also, aber ich habe es nicht geschmeckt. Also, aber man kann das. Mir hat das bei einem Video auch schon gefallen, was der Peter gemacht hat. Da hat er das ja auch so rübergebracht. Und das finde ich echt, ich finde es gut, wenn jemand so sich das, ja, sich da so Gedanken und da das dann schmeckt, das gefällt mir. Also, ja. Ja, sehr schön, ja. Fand ich auch klasse, ja, die Beschreibungen. Gut, einen Kandidat haben wir noch, über den wir sprechen müssen. Die Dunhill Deluxe Navy Rolls. Mhm. Durchmesser habe ich gemessen 39 mm, das war bei mir zumindest der dünnste. Ja, habe ich auch. Optisch, ja, sehr schön. Optisch sehr ähnlich zu dem Escudo, auch ein bisschen dunkler. Und Matthias hat es ja mir gegenüber auch gesagt, die sind auch ähnlich alt, so Größenordnung 4 Jahre. Wie lange die dann natürlich vorher schon gelegen haben, weiß man nicht. Und bei dem Dunhill Deluxe Navy Rolls war es bei mir auch so, dass ich da vorwiegend Brot und Heu gerochen habe am Tabak, aber dann wirklich auch so eine würzige, dunkle Brotrinde und auch wieder dieses Curry Ketchup. Ja, also ich assoziiere das mit Curry Ketchup und vielleicht noch so ein bisschen Kuhstall. Ich meine damit jetzt nicht, oder Pferdestall sogar, ich meine jetzt nicht den Dung, sondern die Ausdünstungen, wie die Tiere eben riechen. Ja? Also so dieses Tiergeruch, Pferdegeruch. Oder die Mischung von allem, oder? Genau, ja. Ja. Also bei mir war es ja so, dass ich eigentlich, als ich die 4 geraucht habe, habe ich gewusst, das sind die Navy Rolls. Und dann habe ich die 5 geraucht und dann war ich total perplex, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Und dann habe ich dann... Für mich, bevor ich den Umschlag geöffnet habe, oder ich habe eigentlich erst, als du die geschickt hast per WhatsApp, habe ich dann das gesehen und durchgelesen und da habe ich gesehen, aha, ja, war es doch richtig, aber den Escudo habe ich dann verwechselt mit dem River Thames. Aber da war ich perplex, weil Escudo und Navy Roll sind für mich eigentlich zwei verschiedene Tabak, obwohl sie fast identisch sind. Habe ich eigentlich das Sandelholz, das verorte ich normalerweise eigentlich beim Escudo. Das habe ich da nicht geschmeckt beim Escudo. Und darum habe ich gedacht, das muss der River Thames sein und dann ist das, sind die Nummer 5 muss Dunhill sein, weil das war der rundeste von allen. Ja. Rund, Karamellfrüchte, Essig, Silo, Stall, Holz, was heißt da noch? Kompott, Zwetschgen, Malz, Schwarzbrot und dann hatte ich da noch etwas, das habe ich noch nie geschmeckt bei so einem Roundels. Orient, Fragezeichen. Mhm. Also okay. Was Ätherisches so. Ja, ja.
Das hatte ich nicht. Bei mir war vom Geschmack jetzt ziemlich dicht an dem Peter Heinrich dran. Also da habe ich keine großen Differenzen mehr gehabt. Der schmeckte irgendwie voller, aber mir fehlte, und es war aber dieses Volumen kam wahrscheinlich auch durch diesen kompakten Stallgeruch, dass man Getreide riecht und Pferd riecht und Heu riecht. Ja, Stall ist definitiv, ja. Genau. Ja. Im positiven Sinne. Ja. Also nicht das, was hinten rauskommt. Ja, es ist halt die Mischung. Also ich persönlich glaube ja, dass es wirklich alles die gleichen Tabake sind und dass die Nuancen, die wir da jetzt rausschmecken, Chargen oder Altersschwankungen sind. Genau, ist meine persönliche Meinung, weil die beiden letzten, der Escudo und der Daniel, die sind schon ein paar Jahre älter, sind aber in sich dann doch auch wieder relativ ähnlich. Ja, man könnte sie eigentlich verwechseln, wenn man es nicht direkt gegeneinander raucht. Und die beiden ersten, das sind eher die frischen Vertreter, vielleicht auch eine modernere Produktion. Die Tabake, die schwanken ja auch von Jahr zu Jahr. Ist auch ein Naturprodukt, das nicht jedes Jahr genau gleich ist. Aber ich würde schon sagen, ich gehe stark davon aus, dass das alles die gleiche Quelle ist. Oder was meint ihr? Also nach meinem bisherigen Kenntnisstand, es wird alles von der Scandinavian Tobacco Group produziert, weil die einzigen sind, die Maschine haben, so eine großen Mengen auch herzustellen und auf das ganze Handling zu haben, weil das macht man ja nicht mal eben so, auch in diese, über diese verschiedenen Vertriebskanäle oder die verschiedenen Händler. Das kann ja nicht jeder für sich selber irgendwie machen. Und da muss also schon eine große Firma dahinter stehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, wie du schon vermutet hast, mit den mit der Lagerung, mit der Alterung, mit der Rezeptur. Wer hat da gemischt? Was war gerade im Lager? Die haben zwar ihre Grundrezeptur, aber sind natürlich auch auf die Naturergebnisse dann angewiesen. Und das ist, glaube ich, geht ja nicht wie beim Wein, dass man eine Cuvée herstellt und so lange schmeckt, bis es so schmeckt wie vom letzten Jahr, sondern die nehmen ihre Rezeptur, versuchen das einigermaßen stabil zu halten und dann rollen sie das Zeug zusammen. Naja, das sehe ich eigentlich auch so, ja, weil das ist halt von Jahr zu Jahr oder von Charge zu Charge, wie Ralf auch gesagt hat, ein bisschen verschieden, aber im Großen und Ganzen sind es die gleichen. Und wenn man jetzt zum Beispiel den neuen Petersen nehmen würde, oder? Den habe ich auch zu Hause und der ist dann einfach viel frischer. Der hat vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich was, Zitrone oder weiß ich was noch drin und so, aber wenn man den jetzt lagert, da bekommt man fast identisch wie da die schön gelagerten Tabake, diese schönen runden Rolls. Mhm. Welche schmecken euch denn besser, die eher neueren, die eher jüngeren oder eher die schon gereifteren? Also bei mir ganz klar die gereifteren, muss ich ehrlich sagen, weil ich die, wo andere vielleicht sagen, ich kann Latakia nicht ab oder ich kann Kentucky nicht ab oder andere Tabakarten, ist bei mir der Perique. Also bei mir, wenn das zu krass durchkommt, also dieses würzige, pfeffrige in der Nase, vor allem auf der Zunge. Ich hatte beim Peter Heinrichs das Problem, das ging bei mir sogar so weit, dass der Innenbereich von der Lippe, von der Unterlippe, pfeffrig war für mich. Ich weiß nicht warum. Das war für mich der heftigste von allen. Und da bin ich schon leicht an meine Grenzen gestoßen, was Perique angeht. Also was dieses Pfeffrige, der Perique kann ja auch anders sein, ne? Aber was dieses Pfeffrige vom Perique geht, das war so eigentlich so mein Limit, wo ich mir gedacht habe, nee, das muss ich jetzt nicht oft haben. Also da rauche ich lieber irgendwas Burley, Virginia, Cavendish-artiges oder auch ein Latakia drin oder so. Ja, das ist mir dann viel, viel lieber, muss ich sagen. Das hat die Frau Heinrichs mir mal gesagt, als ich gefragt habe, ob das der Navy Rolls sei, also ob das die Navy Rolls seien, einfach am Stück. Da hat sie gesagt, ist ziemlich ähnlich, aber ein bisschen stärker. Ich habe das nicht so stark festgestellt, aber sie hat das eigentlich gesagt, ja. Peter, von dir weiß ich, dass du die Flag-Medaillons gerne rauchst. Du hast es ja auch schon erwähnt, dass du die kennst. Erwin hat es auch schon gesagt, bei ihm eher nicht. Gerwin, wie sieht es bei dir aus? Sind Flake-Medaillons bei dir häufig zu Gast?
Ja, also die rauche ich sehr gerne. Bei mir war sogar, ich hatte aus Versehen die falsche, einen falschen Umschlag aufgemacht und hat beim ersten Mal schon gedacht, oh super, jetzt kommen die ganzen Rolls, die so lecker sind. Und das waren ja die mit dem Kern. Da musste ich wieder eintüten. Und also ich freue mich ja schon auf die zweite Charge, wenn wir die nächsten Flex verkaufen. Also ich habe die immer gerne mit dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mag die überhaupt nicht. Ja, also um Gottes Willen. Es sind sehr gute Tabake, aber wie gesagt, Perique in dieser Art ist für mich ein bisschen, also ich sage jetzt mal, beim Escudo war es nicht so heftig, beim Dunhill war es nicht so heftig. Beim Robert McConnell und beim Peter Heinrichs muss ich sagen, speziell beim Peter Heinrichs, das war, weiß ich nicht, wahrscheinlich war er der frischeste war, vermute ich. Ja, das war für mich grenzwertig, was das angeht. Aber ich rauche die sehr gerne. Also ich habe wenig Erfahrungen, was das angeht, Vapor, bis auf einzelne Flakes, zum Beispiel der Krater. Aber wie gesagt, das sind super Tabake. Ich bin froh, dass ich da jetzt hier dabei bin und die testen darf. Also es sind keine schlechten Tabake. Ja, eins habe ich noch kurz. Ich habe ja dann die Reste von allen, also dreien, was ich noch hatte heute, auch noch geraucht, nachdem ich die drei geraucht habe. Und ich habe da nicht viel Unterschied gemerkt. Also für mich sind es ein und dieselben Tabake, zumindest der Robert McConnell und der Dunhill, also beziehungsweise dann auch Peterson. Wobei der Robert McConnell ja frischer war und eher von der Zeit her zu den Peterson Rolls, Deluxe Rolls passt. Für mich war die Pfeife mit den drei gemischten, das war genau ein Kopf. Also ich habe für alle Tabake die eine Rossi 320 KS hier verraucht. Schön. Und ja, nichts Besonderes, aber eine super Rauchmaschine. Und ja, habe da keine Unterschiede gemerkt, großartig. Für mich war das wie alle anderen Tabake auch die Mischung zusammen. Auf jeden Fall hat es mir riesig Spaß gemacht, die Tabake zu probieren. Und ich fand es auch wahnsinnig interessant, unseren Austausch jetzt, um mal wirklich die Erfahrungen zu teilen, die jeder Einzelne gemacht hat. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Das war echt klasse, hat mir total Spaß gemacht. Waren leckere Tabake, die wir probiert haben. An der Stelle nochmal dem Matthias, vielen Dank für die geniale Idee, dass wir alle mal diese Flake-Medaillons probieren. Ja, bleibt mir zu sagen, vielen Dank und ich verabschiede mich. Macht's gut, tschüss. 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 Super Sache. Pfiat euch. Servus, tschüss. Ciao.